Nimm die Entwicklung deines Vermögens selbst in die Hand und mach es wie viele tausend andere zufriedene Anleger. Handle Aktien und Optionen weltweit und profitiere von unserer langjährigen Markterfahrung, einer mächtigen Infrastruktur und unserer ganz persönlichen Unterstützung. Banks, professionelles Online-Brokerage für den aktiven Trader. Hallo zusammen, salve a tutti, buonasera. Wir haben den, was ist das, 26. Jänner und es ist 17.35 Uhr. Noch ein bisschen für den DAX zum Klickern, aber das ist mir jetzt eigentlich ziemlich egal. Vor euch liegt der DAX und das der Tageschart. Überschrift werde ich wahrscheinlich wählen in meinem Thumbnail, kollektives Wundenlecken. Also, ich hatte ja auch Positionen, ich habe am Freitag gesagt, das ist eine andere Qualität des Verkaufs als das, was wir vorher hatten in solchen Sachen. Weil sowas wie Gold und so, das ist relativ stabil geblieben, Silber auch, Öl auch, da ist nicht viel passiert. Das waren wirklich Aktien. Und ich habe grundsätzlich folgendes Problem mit dem Markt. Ich hatte, wie gesagt, eine Position, ich bin da auch noch rausgekommen, aber bei 15.450, das war auch eine Marke, das war die hier, die hatte ich genannt, da wird es kritisch, dass der dann runtergeht bis 14.850 oder was es war. Das habe ich an einem Tag auch so nicht erwartet. Und dann vor allen Dingen den Rebound, insbesondere beim Nasdaq. Das war schon heftig. Mir hat es hier auch, das ist ruhig, ihr wisst, auch so ein paar Optionen zerbröselt. Ich hatte Deutsche Bank, die wurden dann gestoppt. Also die sind nicht K.O. gegangen, aber die wurden gestoppt. Und muss ich durch. Ja. Dafür habe ich sie wieder gekauft, gestern. Und die haben sich dann heute nochmal richtig gelohnt. Das hat Spaß gemacht. Also wenn man mal was verliert in der Position, nicht gleich den Glauben aufgeben, ja. Es ist halt eine Geschichte, Money Management, da kann ich nur auf YouTube die Filme von meinem Kollegen Wieland Ahlt empfehlen, die sind sehr schön, der macht das ganz hervorragend, wie er das erklärt. Nicht aufgeben, nicht alles wegschmeißen und tschö sagen, sondern dann immer wieder probieren. Also bei mir hat das dann geklappt. Jetzt ist es so, ich habe ein Problem mit dieser Bewegung hier. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass also viele gesagt haben, oh, ich kaufe bei 15.400, 300, 200, 15.000, 100, 15.000 und dann entweder haben sie es durchgehalten oder sie verließen ihn. Und diese Stücke hier, die hier irgendwo gekauft werden, die schwirren hier rum. Es ist zwar schön, dass wir jetzt so eine Korrektur haben, finde ich gut, gehe ich gleich direkt drauf ein, aber yeah, ich glaube, dass der Markt ein bisschen verstopft ist. Grundsätzlich halte ich an meiner Meinung, die ich seit, weiß nicht, 6, 8 Wochen predige, fest. Das erste Quartal, die ersten 4 Monate, die werden eher negativ. Und da muss man mal schauen. Jetzt gehen wir mal auf das, was wir heute hier so verbrochen haben. Das erste ist, als Lehrmaßnahme, wenn wir so einen Tag haben, wird der nächste Tag eher langweilig. Und das war der gestern im Großen und Ganzen, also der Dienstag. Das ist dann so ein kollektives Wundenlecken. Sorry, aber das ist das einzige Wort, das mir einfällt dazu. Und dann müssen wir mal gucken. Jetzt haben wir natürlich heute eine sehr schöne Bewegung gemacht, insgesamt am Vormittag. Das war sehr gut. Wir sind wieder in die Bänder rein. Von den Bändern her, und damit fange ich an. Das obere, und das ist das, auf das ich immer warte, von dieser Bewegung abwärts hat das gegengesetzte Band, dreht ein. Das halte ich grundsätzlich für positiv. Der Markt hat jetzt die Möglichkeit einer Seitwärtskorrektur oder einer Seitwärtsphase oder einer Korrektur. Diese Korrektur kann nach wie vor gehen bis zur 20-Tage-Linie. Die verliert 30 Punkte momentan pro Tag. Ist heute hier, wo steht sie hier? 15.821, also schon morgen unter 15.790. Das ist das Erste. Ich finde es zwar schick, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich finde, also wenn ich so ein großer Investor wäre, dann würde ich das Ding runterbrügeln ohne Ende, dann dem Markt Sicherheit geben wollen. Also, siehste, das war es jetzt wieder. Wir machen wieder die klassische V-Korrektur. Und wenn er dann hier oben irgendwo ist, und das Maximalpotenzial ist für mich die 20-Tage-Linie, einmal aus dem Band raus, wieder rein, dann zur Mitte, 20-Tage-Linie und dann wieder richtig draufhauen. Ja, also so würde ich das machen. Oder vielmehr so habe ich das gemacht, wenn ich früher Orders hatte. Wir sind von der Tagestechnik, okay, lang, kurz, es fehlt noch ein Tag. Dieser Tag wird aber automatisch kommen, selbst wenn wir hier seitwärts sind, dann wird es hier kürzer. Wir haben auf tiefem Niveau ein Drehen im Oszillator. Das ist auch okay. Also der vermittelt hier jeden Eindruck, dass wir jetzt wieder irgendwo hier hochgehen. Und naja, das gefällt mir nicht so. Das habe ich zu oft erlebt, dass sowas passiert. Ein bisschen Atem holen nach oben und dann weiter runter geht.
Also ihr müsst euch, das sieht man hier nicht so, weil das ist halt ein Chart, der geht nur von 9 Uhr bis 17.30 Uhr, müsst ihr unter der 14.850, und ihr kennt ja noch die 14.800, mal schauen, ob ich die hier reinkriege, ja wunderbar, hier ist er, da, warte mal, ich mache mal so eine Linie rein, 14.800, da drunter, das wäre bitter, das wäre richtig bitter. Aber im Moment ist es noch okay. Ich glaube also auch, dass viele von den durchgeprügelten Werten, sei das jetzt BioNTech oder selbst sowas wie Nail, ja, oder Tat, was haben wir denn hier sonst noch? Was denn noch? Ich meine, es ist alles viel gefallen, ja. Netflix, ja, dass die eher alle erstmal wieder den Weg nach oben suchen. Gehen wir mal auf die 4 Stunden. So, das ist jetzt der 4-Stunden-Chart. Und auch hier, die Bänder. Dafür habt ihr diese Grids hier, diese Linien hier. Ihr habt die hier. Ja, der hat hier schon mal eingeknickt. Das war hier unten. Und jetzt hat er es nochmal bestätigt. Ja, wir haben hier einen sensationellen Hammer. Richtig schön. Also wirklich gut. Den könnte sogar der Tor auch richtig gut schmeißen. Wir haben hier lang, kurz, kurz Kaufsignale. Wir haben ein Kaufsignal über die Stochastik. Da gab es zumindest keinen Grund mehr short zu gehen. Und wie gesagt, das Band bricht ein. Das heißt, diese Bewegung ist für mich erstmal vorbei. Jetzt ist es so, ich gucke ja grundsätzlich nur auf die Charts von 9 Uhr bis 17.30 Uhr. Jetzt weiß ich aber, da geht mir das Geschrei los. Ja, aber der wird 24 Stunden gehandelt. Ja, es ist mir auch klar, man kann eine Daimler oder ein DAX Future auch in Hongkong morgens um 1 Uhr in der Frittenbude handeln. Aber da ist kein Umsatz. Da sind die Spreads groß. Das ist nicht das Wahre. Es tut mir leid, ich stehe da nicht zu. Deswegen für eine sinnvolle Analyse nehme ich die Kurse von 9 Uhr bis 17.30 Uhr. So, jetzt habe ich halt in diesem Fall jetzt mal, damit es der eine oder andere auch hört, mal einen genommen. Der geht ein bisschen länger, da hat nur das Tief 14.834 und da sind wir halt jetzt schon wieder 650 Punkte drüber. Wir sind an den 20er gleitenden Durchschnitt gelaufen. Wir sind kurz vor dem 50er Retracement von dieser langen Bewegung hier. Da bremst sich der Markt automatisch ein. Das muss er. Über 4 Stunden gelten wir sogar schon als überkauft, aber wir sind auch noch vorteilhaft über das MACD. Also grundsätzlich ist das noch okay, nur wenn ich ihn hier nicht gekauft habe. Ja, ob ich ihn dann hier kaufe, das ist eine Frage, die muss sich jeder selbst beantworten. Also vom 4 Stunden her ist er noch okay, aber er wird langsam ein bisschen weicher. Gehen wir mal auf die Stunde. Die Stunde. So, da sieht man das ein bisschen besser. Die Bänder auf Stundenbetrachtung, das halte ich für gewagt. Ja, es geht zwar hier auch, wir haben eine Aufwärtsbewegung, es knickt hier ein, aber ich auf die Stundenbänder gucke ich nicht so. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, es wäre ein Tageschart, würde ich sagen, geh hier, klick mal ein, Aufwärtsbewegung, entgegengesetztes Band. Wir werden hier negativ, wir werden hier leicht negativ. Ich gebe ihm einfach nicht mehr so viel Platz, so möchte ich das sagen. Ich finde es schön. Ich glaube nach wie vor, wie eingangs besprochen, der Markt ist verstopft. Nehme ich die mal raus. Ich glaube, hier sind zu viele Longs, die heilfroh sind, wenn sie mit blauem Auge davonkommen oder vielleicht sogar mit kleinem Gewinn. Deswegen, ich bin hier sehr, sehr skeptisch, was den Markt angeht. Jetzt zwei Dinge. Ihr würdet jetzt von mir normalerweise die Scheine erwarten, die ich euch nenne. Da gibt es anscheinend juristische Schwierigkeiten, denen muss ich mich auch stellen. Ich weiß gar nicht, ob ich in Zukunft die Scheine so nennen kann. Das muss ich klären. Und bevor ich jetzt hier morgen früh hier um 7 Uhr ein Klingeln habe von irgendwelchen deutschen Aufsichtsbehörden, stelle ich die Scheine erstmal nicht rein. Es tut mir leid. Ich weiß, das ist ein Herzstück von diesen Filmen, aber ich stelle es erstmal nicht rein. Das möchte ich, da brauche ich erstmal so ein bisschen Rechtssicherheit. Das zweite ist, ich hatte euch das angeboten, dass ich also nicht einen Schein mache, nicht eine Aktie mache, sondern angenommen, ich bin positiv für Deutsche Bank, dass ich dann sage, ich nehme noch die Commerzbank und die BNP und von mir aus die UniCredit dazu. Das werde ich ab nächste Woche anfangen, weil das macht für mich auch völlig Sinn. Wie gesagt, da werden die Clips ein bisschen länger, aber ich schreibe dann unten drunter von wann bis wo, wie welcher Wert besprochen wird. Gut, ja, und damit wünsche ich euch erstmal einen wunderschönen Abend, ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.